Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic. Ich war am Überlegen, was wir so als nächstes tun. Ich denke, wir gehen ins alte Lager. Wir haben dort zumindest eine Quest abzugeben. Das war die vom Koch gewesen. Wir haben ja den Gardisten gefunden, beziehungsweise wir haben seine Pilze und die Fleischwanzen haben wir für ihn geklärt. Moin Leute, na, alles klar? Aber Moment, warte, er will doch bestimmt ein bisschen Sumpfkraut haben. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Na, will er? Warum nicht? Ah. Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ja, ich denke, das tun wir jetzt nicht direkt im Anschluss, sondern wir werden das später weiterverfolgen und das ganze Zeug loswerden und dann entscheiden, ob wir das Geld behalten oder ob wir vielleicht die Quest erfüllen wollen. Ist halt eben so die Frage. Weil wenn wir die Quest erfüllen, bekommen wir Erfahrungspunkte dafür und ja, wenn wir das Geld sozusagen behalten, sollten wir aber auch irgendwie einen Plan haben, was wir mit dem ganzen Geld machen wollen. Auf jeden Fall finde ich es jetzt ziemlich akkurat, wenn wir ins alte Lager gehen und dort die Quest abgeben und auf dem Weg gleichzeitig nochmal versuchen, wie es jetzt ausschaut mit dem Blutfliegen, weil das würde mich doch ziemlich interessieren. Hier vorne haben wir ja auch direkt welche. Und ja, vielleicht sind wir ja schon stark genug. Wir haben auch 25 Stärke. Wir haben ein besseres Schwert wie vorher. Also es dürfte eigentlich gut aussehen. Es dürfte gut aussehen, da ich keine Lust habe, den Weg nochmal zu laufen. Falls was schief laufen sollte, speichern wir einfach und nehmen komplett den ganzen Adrenalinrausch. Oh mein Gott. Aber so 2 Stück, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das hatten wir ja schon einmal, dass sie mit ihrem Double Attack gekommen sind und das war's dann. Okay, guck mal. Da muss man erstmal. Okay. Oh. Sie ist fies. Wir haben doch nur geguckt. Oh Mann. Wir haben ihre wunderschönen Flügel beobachtet. Sie sieht aber auch schön aus. Guck mal, diese ganzen verschiedenen Farben. Also sie sieht eigentlich schon sehr cool aus. Mann. Da kam der alte Biologe in mir hoch und dann zack, so ist. Mann. Jetzt liegt sie da. Okay, die können wir eigentlich mitnehmen. Aber Moment, wir haben ja eben diesen Stachel bekommen. 25 Erz ist der Wert. Also wir bekommen die Hälfte. Also ist halt eben die Frage, ob es 12 oder 13 sind. Mal gucken, ob das Spiel aufrundet oder nicht. Das werden wir herausfinden. Aber das ist doch mal eine gute Ausbeute. Eine Blutfliege, hier 2 Flügel von denen und dann nochmal das. Das ist ganz schön gut. Das ist ganz schön gut. Rechnen will ich es nicht, ist auch egal. Oh, guck mal, die eine, die fliegt da einfach weg. Okay, cool. Okay, wir schnappen uns die Blutfliegen. Dann sollten wir eigentlich auch das 5. Level bald geschafft haben. Wir gehen dann sozusagen über den Wald, gehen wir dann zurück ins alte Lager. Und nehmen alles mit, was wir vor... Oh, beziehungsweise nicht ganz alles, aber ihr wisst, was ich meine. Wir nehmen auf jeden Fall die Blutfliegen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die geben mir auch einen guten Batzen an Erfahrung. Oh. Ja. Aber wir sollten uns heilen. Wir sollten uns heilen. Das wäre schon, denke ich, ganz gut. Moment. Was essen wir denn? Wir haben ja so viel übertrieben viel Fleisch. Das ist ja überhaupt einfach nur pervers, wie viel Fleisch wir haben. Okay. So. Also für Fleisch wurde hier auf jeden Fall gesorgt. Ist ja auch ein Spiel. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Was macht die? Ach cool, sie benutzt das als Chance. Cool. Sie ist eine coole Blutfliege. Hätte Skater werden können. Tony Hawk sieht da absolut alt gegen aus. Tja, der kleine Bastard. Naja, egal. Komm, wir killen hier die Blutfliege. Lassen Tony mal Tony sein. Die wollte uns anscheinend gar nichts. Aber ist egal, wir haben sie trotzdem getötet. Ist egal. Für die EP, Leute. Für die EP. Komm, wir heilen uns kurz noch hoch. Zack. Schade, dass wenn man auf Tab geht... Ach, jetzt speichert er das. Okay. Ja gut, dann ist das cool. Ich wollte mich gerade beschweren, dass wenn man auf Tab drückt, dass er dann nicht an das alte... an die alte Stelle geht, wo wir sozusagen zuletzt waren. Aber ja, jetzt tut das ja doch. Seht ihr? Wunderbar. Das ist doch eine feine Nummer. So, komm, dann gehen wir hier hoch und werden mal sehen, ob sich hier noch... Ah ja, hier links hatten wir auch noch ein paar Blutfliegen gehabt.
Das ist sozusagen der geheime Weg ins neue Lager, um nicht ans Tor zu müssen. Und das alte Lager, da gibt's aber echt nur, da musst du immer an. Also das ist so an sich sehr gut gesichert. Also ist ja halt eben das richtige Burg mit Mauer. Da kommst du nicht irgendwie einfach rein. Oh, ey, wie gut das klappt. Das ist wirklich schön. Sehr gut, ey. Zwei Schläge, gar kein Problem. Wie viel HP jetzt ein Schlag ungefähr genommen hat, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es irgendwie so ein Fünftel oder so war. Also scheint es ertragbar zu sein. Sehr gut. Also man merkt, auch wenn es nur kleine Fortschritte sind, die merkt man aber doch ziemlich dolle. Ich glaube, dann gehen wir hier unten lange. Mal gucken, ob wir die Seite vom Fluss wechseln. Da unten sind so Goblin-Viecher. Hier ist ein Wasserfall. Es könnte rein theoretisch, könnte hier ja auch eine Höhle sein. Wir werden einfach mal die Wasserbahn benutzen. Jo, jo. Okay. Ist hier eine Höhle? Es sieht doch voll nach Höhle aus. Hey, was ist hier los? Wo? Was ist hier los? Okay. Ach ja, der. Ist das tatsächlich eine Höhle? Haha, ich wusste doch, Wasserfälle und Höhle, das passt da. Da juckt es den Leuten, die solche Spiele entwickeln, einfach unter den Fingern. Was ist denn das? Mal gucken. Telekinese. Ach, cool. Okay, also auch interessant, hier gibt es rote, blaue und grüne Schriftrollen. Ah, das ist doch mal interessant. Wofür auch immer wir das benötigen werden. Ja, cool. Schade, ich habe eigentlich mit einer guten Waffe gerechnet, aber gut, okay. Vielleicht habt ihr auch noch die Quest im Hinterkopf, wo der eine Typ noch Weintrauben, Brot, Bier, Schnaps und Äpfel und Käse haben wollte, genau, der gute Käse. Ah, Moment, Moment. Moment, da oben ist so ein großes Ding. Da habe ich Angst vor. Ist auch cool, guck mal, wir bewegen uns. Wir bewegen uns, der Fluss. Wir fließen. Wir sind im Flow. Das ist echt cool. Also es gefällt mir echt gut. Ja, wir überlegen, ob wir erst die Goblins machen sollen. Aber wir speichern, vorsichtshalber. Und dann machen wir die Goblins platt. Also wir versuchen es. Ich hoffe, dass die einzeln kommen. Weil wenn die alle kommen, dann oh, ja, könnte das schon problematisch werden. Ja, okay. Wir sind keine Teamplayer. Okay, na, natürlich. Ja, wenn sie keine Teamplayer sind, alle hier schön die Egos. Ja, dann wird das auch nichts mit der Goblin-Zivilisation. Zack, zack. Erledigt. Aber das geht doch ziemlich gut. Das geht wirklich ziemlich gut. Okay, die haben nichts dabei, die Goblins. Okay, schade. Bis auf das Schwert, okay. Das ist schon kein schlechter Loot. Aber, naja. Müssten Goblins nicht immer irgendwie so glitzernde Sachen bei sich haben? Oder vertue ich mich da? Das könnte gut sein. Ja, hallo. Hallo, Herr Blutfliege. Na, kommen Sie doch mal. Nee, hallo. Okay, er kommt. Sehr gut. Oh. Oh, ich hatte jetzt kurz Angst gehabt, dass die anderen auch alle kommen, weil er sich so aufgebaut hat. Ja. Hallo. Ja. Ja, will er sich nicht jetzt... Ach, naja, zwei Stück ist nicht okay. Ja, okay, jetzt haben wir nur die eine, glaube ich. Wobei der eine guckt auch immer noch so zu. Jetzt kommt er, okay. Ja, interessant. So ganz checken tue ich das noch nicht. Wann sie mitkommen, wann sie nicht mitkommen. Kann auch irgendwie damit zu tun haben, von wo aus das Monster zu uns hinläuft, wenn es sozusagen auf uns aggro ist, genau. Aber ja, die Spielmechanik, die werden wir auf jeden Fall weiter erforschen. Natürlich. So, ach, Pflänzchen. Wie konnten wir das übersehen? Oder wir haben uns nicht getraut, so nah ranzugehen. Das kann natürlich auch sein. Guck mal, da oben sind auch noch Fliegen. Und wie viel HP, HP, EP? Oh, guck mal, wir sind ja schon bald Level 5. Und ja, Level 5 war ja sozusagen immer, glaube ich, im Sektenlager und im neuen Lager wurde uns immer gesagt, Level 5 muss man sein, um irgendwie aufgenommen werden zu können.
Aber vielleicht wird das dann im alten Lager, wird das dann wohl genauso sein. Und dann sind wir auch schon bald an dem Punkt, an dem wir uns entscheiden können, welches Lager wir sozusagen, ja, welches Lager wollen wir denn für uns sozusagen in Anspruch nehmen. Ja, da bin ich noch nicht. Jetzt ist die Fliege weg. Okay. Na, dann nehmen wir doch erstmal die Pilze. Kommt sie wieder? Nö, jetzt ist sie weg. Ach. Okay. Ach, da oben sind Scavenger. Komm, die holen wir uns. Also wunderschön ist es hier. Wunder. Oh. Nee, diese Raptoren sind gefährlich. Weil die hatten auf jeden Fall, haben die einen sehr, sehr früh gesehen. Und sind dann so langsam zu einem hingegangen. Und da habe ich dann immer ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt hier so sind, dass dann schon einer unsere Fährte hat und uns hinterherkommt. Deswegen sollten wir gucken, dass wir hier wegkommen. Gucken, was ist hier? Hier ist ja so ein Gang oder so, ne? Oh, nichts leiden. Oh, er ist Pro. Er ist Pro-Slider. Er ist gut geworden. Bam. Ah, das war ja mal eine Attacke. Zack, ey. Aus dem Flug. Zack, zack. Ach, man kann von ihm nichts nehmen. Okay. Ja, okay. Ich dachte eben kurz an Fleisch, aber mir ist der Gedanke gekommen, dass man von Tieren, die Fleisch essen, kein Fleisch isst. Oh, warte, warte. Hier. Ist doch... Ah. Oh. Okay. Das war aber kein Problem. Also mit einem Wolf kommen wir auch gut klar. Das ist schon mal eine schöne Veränderung. Ja, die Waldbeere bekommen wir. Ja, wir bekommen die Waldbeere. Alles gar kein Problem. Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Was ist hier? Ist das ein... Ach so, der Stein ist jetzt... Ach so, weg ist er. Da ist er. Weg ist er. Da ist er. Okay. Ich dachte ja kurz, man kann da irgendwie den Stein irgendwie anklicken oder so, weil er so hell war. Da dachte ich, wir hätten den irgendwie im Fokus gehabt, aber naja, ist egal. Wir ignorieren das mal einfach, ne? Komm, die machen wir einfach mal so im Ansturm. Ja, nicht mehr lange und dann können wir die tatsächlich mit einem Schlag platt machen. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Eine Schüssel, ach, ein Bier nehmen wir doch immer gerne und einen Trank. Da vorne sind auch noch zwei Pflänzchen. Die nehmen wir doch direkt mit. Nachtschatten und das Orkblatt. Ja, ich hoffe, dass wir später Alchemie lernen können. Also sozusagen werden wir uns damit Fleisch die ganze Zeit hochheilen. Ich meine, wir haben das auch irgendwo im alten Lager braten können, weil wir da ein Lagerfeuer mit Pfanne hatten. Bei den anderen Lagern... Meine ich, haben wir sowas gar nicht gefunden. Vielleicht sollten wir nochmal, anstatt dass wir den Weg gehen, hier weiter an den Ecken mal gucken, ob hier noch was ist. Kann man hier hochgehen? Oder, ach ja, hier ist der Fluss dazwischen. Na komm, die zwei Blutfliegen, die schnappen wir uns doch. Zwei auf einmal ist mir auf jeden Fall noch ein bisschen zu viel. Denke ich, obwohl es eigentlich auch machbar sein sollte, zwei Stück direkt auf einmal zu killen. Es sollte eigentlich machbar sein. Sollte eigentlich gehen. Moment. Ja, zwei Schläge. Es ist echt krass, wie viel... ist da unten noch was? Oder war es das hier auch erstmal für uns? Mal sehen. Ja, wir sind ja schon mal... So, ja, jetzt haben wir hier irgendwie Grafikfehler. Ja, ist egal. Ach, da oben sind ja Scavenger. Guck mal, da sehen wir doch welche. Aber okay, die Grafikfehler, ab und zu sind sie mal da. Aber nicht allzu häufig. Ich denke, das kann man getrost ignorieren. Komm, die nehmen wir auch alle auf einmal. Die Scavenger, die sind einfach nur verflucht laut. Eine Menge Fleisch. Okay, da gibt es auch noch so hoch. Aber ich will da irgendwie nicht hin. Ich würde sagen, weil wir da jetzt auch direkt nichts sehen. Ich meine, hier unten haben wir das schon gemacht. Nee, das sind ja die Scavenger, die haben wir ganz am Anfang gesehen. Dann nehmen wir uns doch die. Die
die beiden, die sind ja super cool. Danke für die Hilfe, Jungs. Danke, das war wirklich sehr nett von euch. Na, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Achso, er wollte ja eine Karte haben. Ach, und bei ihm können wir was über die Jagd lernen. Haben wir denn schon genug? Ach, Tatsache. Guck mal, wir haben 10 Erfahrungspunkte. Wir haben Geld. Komm, wir lernen alles, was geht. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ich finde, wir sollten auch alles lernen. Das sind 1, 2, 3, 4 Punkte. Ja, komm, wir lernen das alles. Wir haben Geld, wir tun das. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Ach so, es ist nur für Echsen, okay. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken, auf keinen Fall nach hinten. Und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Wie, wir werden das von jetzt an erkennen? Aber wieso darf man die Krallen nicht nach hinten abdrücken? Was passiert dann? Explodieren die? Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem, immer von vorne nach hinten. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Okay. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Wie soll das denn mit den Zähnen funktionieren? Also man soll das Messer in der Mitte vom Zahn benutzen, um es rauszuhebeln? Das macht doch gar keinen Sinn. Wie willst du denn, wenn du in der Mitte vom Zahn oben mit dem Messer reinstichst, dann bist du ja oben an dem Zahn. Wie willst du denn da irgendwas hebeln? Egal, wir ignorieren das mal. Wir ignorieren das mal alles. Und sind einfach glücklich, dass wir es gelernt haben. Da haben wir jetzt 6 Punkte noch. Die werden wir auch noch verwenden. Vielleicht füllen wir auf, dass wir dann 30 Stärke haben. Können wir ja mal gucken, wie das so ausschaut. Ja. Aber mir schwirrt die ganze Zeit im Kopf herum, in welches Lager gehen wir. Also ich finde, das alte Lager hat was, weil es halt eben cool aussieht. Ne? Sieht halt eben wirklich cool aus. Aber ja, so an sich, ja okay, wir sind ja auch kein Butler. Ja, also so an sich fände ich das alte Lager schon cool. Vor allen Dingen, ja, wir haben auch die Feuermagier noch gar nicht gesehen. Da will ich eigentlich unbedingt rein. Aber gut, ich denke auch, dass sobald wir in einem Lager sind, kommen wir dann auch in die Burg da rein. Das sollte eigentlich funktionieren. Also zumindest wenn wir beim neuen Lager. Okay, und beim Sumpfkrautlager. Wir nennen es jetzt das Sumpfkrautlager. Ich denke mal, das ist das, was die Sekte am besten beschreibt. Ne? Da dürfen wir ja dann auch nie. Also wir sollten eigentlich mit jeder Fraktion, egal wo wir uns anschließen, problemlos in die Burg kommen. Ja, also mal gucken. Diego haben wir schon lange nicht mehr angedaddelt. Ist er hier oben? Ne, er sitzt wieder da unten. Da ist er doch. Mal gucken, ob er was zu melden hat. Vielleicht können wir ihn das nochmal fragen. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein erstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst,
bist du einen großen Schritt weiter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Ja, das ist sehr gut, dass wir Diego angequatscht haben, weil... Mach's gut. Wir haben ja noch gar nicht Toros gesagt, hier das mit Mordrak. Er ist ja nicht mehr im alten Lager. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Ja, aber Mordrak ist eine coole Socke. Den bringen wir doch nicht um. Und dann hat er gesagt, wir sollen in Arena kämpfen. Wir lernen erstmal noch die 5 Stärke dazu. Und dann können wir, würde ich sagen, versuchen, einen der Arena-Kämpfer herauszufordern. Ja. Moment, dann nehmen wir 5 Stärke. Deine Kampfkraft kommt bald wieder. Danke sehr, wir sind um einiges stärker geworden. Es ist wirklich sehr schön, immer wieder hart zu trainieren und dann die Früchte zu tragen, indem wir andere Leute verprügeln dürfen. Wunderbar. Ah, da oben dem Gardisten können wir da auch erstmal gleich sagen, dass wir Neck gefunden haben. Das wird ihm bestimmt überhaupt nicht passen. Er wird bestimmt voll abgehen. Der Arme. Ich habe ja ziemlich Mitleid mit ihm, weil dann darf er hier die ganze Zeit die Wache schieben. Nie wieder Bier am Lagerfeuer, den ganzen Tag in der Burg mit seinen Kollegen. Das ist echt traurig. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, ich brauche sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte. Wie, wir sollen warten? Moment, jetzt hat er einmal umgerührt. Lalalalalala. Und mal gucken. Lalalalalala. Okay, jetzt ist er da. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Cool. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Klar, heute ist aber alles schon auf. Komm morgen wieder. Ach, wir bekommen jeden Tag bekommen wir 3-mal Eintopf. Okay, es gibt aber auch nur 9 HP. Ich dachte, das wäre ja irgendwie fetter. Aber wir haben 7-mal Fleischwanzen-Ragout. Das schmeckt sogar ganz gut. Ist wirklich lecker. Oh. Oh, ist wirklich sehr, sehr delikat. Erstenhaft. Das war ein gutes Essen. Gutes Essen. Auf jeden Fall kommen wir. Wir bringen ihm die traurige Botschaft. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was der. Ja. Wegen Neck. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Ach so. Lass mich mal vorbei. Ja, natürlich lassen wir sie vorbei. Mein Gott. Aber Scatty, das war der Typ hier von der Arena. Und da wollten wir die ganze Zeit mal wetten. Aber irgendwie ist das halt eben noch nicht so möglich gewesen. Wir werden mal mit ihm Hallo sagen. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, Herr Scatty? Dürfen wir wetten? Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Schade. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Ja. Ich hoffe, wir verpassen den Kampf nicht. Ich denke auch nicht, dass er hier jetzt Tage meint, hier in Wirklichkeit, sondern wahrscheinlich müssen wir zu einem Lager gehören und dann sozusagen in einem anderen Kapitel kann man hier bestimmt wetten. Hoffe ich doch zumindest. Ich finde, wir sollten jetzt erstmal speichern und ich weiß nicht, ob wir ihn direkt herausfordern sollten, ob das funktioniert. Aber vielleicht sollten wir es tun, weil er hat eine ziemlich coole Waffe. Weil er war sozusagen der leichteste. Können wir ihn eigentlich auch herausfordern? Nee, kann man nicht. Aber Kyogo kann man herausfordern. Er ist sozusagen mittelschwer und er ist dann der Schwere. Ja, und vielleicht sollten wir versuchen, ihm Platz zu machen. Er war auch ein ziemliches Arschloch. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner?
Ach, jetzt müssen wir ihn erstmal genau beleidigen. Oh, jetzt mag ich ihn. Er ist super. Moment, wie wär's mit deiner Mutter treibst mit Ziegen? Warte, du bist nur noch hier, um Gomez in den Arsch zu kriechen. Das könnte ihn, weil er hasst bestimmt Gomez. Aber ich würde ihn auch das ganz gerne mit seiner Mutter sagen. Mal gucken. Wie wär's mit deine Mutter treibst mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Oh Mann! Oh Mann, zumindest ist der Mann ehrlich. Scheiße. Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Okay, das hat aber schon ein bisschen mehr gebracht. Moment, nein, mir fällt nichts ein, das du begreifen würdest. Das ist auch intelligent, aber auch ein bisschen abturnt, aber ich will es trotzdem sagen. Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Moment, einen haben wir noch, Digga. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Oh, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Speichern werden wir nicht, genau. Wir werden mal sehen. Warte, vielleicht können wir dann noch hier irgendwie auf den Heiltrank. Es ist ein großer... Ja, wir sollten direkt dann den großen nehmen, falls er uns haut. Warte, er macht 50, der macht 70 Lebensenergie. Wir haben 100. Okay, wir heilen uns auch nochmal kurz voll. Die Äpfel, die behalten wir. Die brauchen wir für den Typen, dass er uns die Waffe gibt. Dann nehmen wir einfach hier die Pilze. Ja, das hat doch gepasst. Okay, super. Gut. Leute, dann drückt uns mehr in die Daumen. Ich hoffe, das wird was. Okay. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Scheiße, ist der Typ stark. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ein einziger Schlag. Okay. Das war eine ganz, ganz doofe Idee. Schade. Ey, wie soll man den denn platt machen? Mit Magie vielleicht oder so? Haben wir denn irgendwie sowas wie... Ja, wir haben ja eigentlich nur diesen Feuerpfeil, aber der macht auch nur 30 Schaden. Ja, und dieser Eisblockzauber, also der klingt so irgendwie so, als würde man die einfrieren können. Kann mich aber auch natürlich täuschen. Ja, hey, wir versuchen mal den guten Kirgo. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Ja, von draußen würde ich auch gerne was wissen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Ach. Okay, gib ein Bier rüber. Komm. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Komm, wir speichern nochmal vorher, dann müssen wir uns das ganze Tralala nicht nochmal geben. Ach, jetzt habe ich... Herr Kirgo... Kirgo ist auf jeden Fall eine coole Sache. Lass uns kämpfen, bist du bereit? Folge mir. Der ist wirklich ein cooler Typ. Komm, ihn schaffen wir. Wenn er jetzt aber auch so übertrieben mächtig ist... So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Moment, wir werden das nochmal versuchen. Komm schon, ich will vor...
Oh, jetzt zockt er uns an. Lass uns aber halt eben, auch wenn wir ihn vielleicht nicht plätten, wir haben selten, darf man hier die Waffe einfach so ziehen? Selten gegen so. Andere gekämpft. Jetzt hatte ich die Waffe nicht. Oh, aber er hat eine Menge HP. Nee. Oh, die halten so viel aus. Also... Komm schon, ich will vorbei. Kann man ihn herausfordern? Du kämpfst in der Arena, mal gucken. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich. Auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Jetzt achte ich da gerade drauf. Schaut mal auf seine Tittchen, wie witzig das aussieht. Oh Mann. Aber okay, wir können ihn aber nicht herausfordern. Okay. Also, geh zur Seite! Ja, also wir müssten. Hey. Egal. Hey, guck mal, er bewegt sich nicht mehr. Jetzt bewegt er sich. Ja, dann geh mal. Ach, guck mal. Hey. Ach so, ich dachte, er geht da rein. Geh zur Seite! Ja, geh da doch mal rein, dass ich wetten kann. Dann wette ich auf jeden Fall gegen dich. Geh zur Seite! Wie, geh zur Seite? Dann lass das doch in der Arena austragen. Wäre doch mal eine Idee. Aber du willst ja nicht. Du traust dich ja nicht. Weil deine Mutter ja was weiß ich was mit dir gemacht hat. Mann. Ich bin viel zu nett für Mutterwitze. Das geht gar nicht. Gut. Schade, dass die so stark sind. Das ist ein bisschen traurig. Sehr traurig. Tja. Ja, ihn hatten wir auch schon. Ich bin überlegen, was haben wir denn hier noch gemacht? Hier konnten wir bei ihm konnten wir Schlösser knacken lernen. Wir sind schon Stufe 5. Mal sehen, ob wir, wenn wir jetzt mit Diego reden, ob da... Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Das stimmt sogar. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Natürlich. Dann komm. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Wer mag keine Überraschung? Wir wissen noch nicht, wo wir hinwollen. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Diego und dann gucken wir weiter. Was so geht. Ich glaube ja, bei den Sektenspielern können wir eh nicht mehr aufgenommen werden, weil wir im neuen Lager sozusagen... Da hatten wir einmal die Wahlentscheidung gehabt. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Es kann ja auch sein, dass man trotzdem noch beim Sektenlager aufgenommen werden könnte. Aber ich meine halt eben, da hätten wir einmal die Möglichkeit gehabt, dass der Typ sozusagen, der da das Sumpfkraut am Verkaufen ist, dass der da sozusagen für uns ein gutes Wort im Sumpflager einlegt. Aber wir haben uns ja für das Geld haben wir uns entschieden. Also wird das bestimmt negativ sein. Also glaube ich nicht, dass wir da überhaupt noch aufgenommen werden können. Mal gucken, was er sagt. Wir haben jetzt ja eigentlich, ich denke, das Torus, dass das so die Hauptquest war. Dann haben wir dem Typ mit dem Schwert geholfen. Was haben wir noch gemacht? Mal gucken, Diego wird es uns schon sagen. Wie steht's mit meinem... Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen... Und er war sehr gespannt, ob du... Whistler hat mir von der Sache mit Fingers sagt, du hättest... Mit Dexter muss ich noch... Aber es gibt keine... Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das alles in allem schon nicht... Okay, aber immer noch nicht genug. Mach's gut. Also das mit Kiro, das können wir auf jeden Fall erstmal knicken, dass wir den platt bekommen. Wir könnten aber für Dexter die Aufgabe erledigen und müssten... Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir, keine Sorge. Das ist eigentlich cool. Also er kämpft dann auch mit uns mit. Also ist in Ordnung, Matt. Also wir wollen als nächstes ins Sumpflager, denke ich. Und da beklauen wir dann erstmal Korkalom. Haben wir denn genug Dietriche dieses Mal dabei? 18 Stück haben wir dabei. Das ist in Ordnung. Komm, dann holen wir uns, warte. Ach, ich denke, von hier können wir bestimmt auch. Dann gehen wir einfach mal drumherum. Irgendwie hier so rechts lang, denke ich, geht's zum Sumpflager. Ja, sollte eigentlich so sein. Guck mal, hier sitzen auch zwei Leute draußen. Mal gucken, was die so zu melden haben.